Hey und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir wieder Spyro Reignited Trilogy. Um genau zu sein, ist das hier die Game Season 2 und zwar Spyro 2. Entweder Gateway to Glimmer in gewissen Ländern oder in anderen Ländern. Dann normalerweise Crypto's Rage. Okay, genug gelabert. Ich habe es schon wieder geschafft, einfach zu spielen, ohne die Aufnahme zu starten, und erst nachdem ich irgendwie diese Welt hier geclearet habe, also geclearet, bis zu einem gewissen Punkt geclearet habe, wo es möglich war, es zu clearen, habe ich es dann bemerkt. Also, basically, wir sind einfach hier etwas rumgelatscht, haben wir ein paar Juwelen aufgesammelt. Letztes Mal haben wir ja bemerkt, dass wir nicht tauchen können. Und dann gibt es ja hier die Elora. So. Sieh im Handbuch nach, indem du Menü drückst und die Handbuchoption nutzt, um zu sehen, welche Talismane du schon hast. Die hat mir vorher gesagt, ich müsste Talismane in gewissen, nicht Ländern, sondern Welten suchen gehen. Und dann kommt man hier rein, kommt zu diesem Geldsack. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Genau. Und er hat gesagt, also mit dem könnten wir dann tauchen. Aber wir sind leider im Moment noch etwas knapp bei Kasse. Deshalb müssen wir leider auf diesen süßen Gems dort unten im Wasser warten. Dann bin ich in diese Welt hier rein. Göttenquelle, genau. Und das war's, basically schon. Also gar nichts so viel verpasst. Better luck next time. Okay. Hier habe ich jetzt ja. Jetzt habe ich hier noch gar nichts gemacht. Deshalb, wir sind jetzt wieder up to date. Spyro, unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus dem Tempel ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Oh, ihr werdet verhungern. Die Arbeiter können die Schlösser knacken, wenn sie die Türen erreichen. Okay. Kann ich mit meiner Superflamme dieses Schloss zerstören, zufälligerweise? Nee, okay. Dafür kann ich den Gegner vor dran zerstören. Um problemlos den Arbeitern Zugriff zu gewähren. Also, okay. Aber wir müssen ja noch Gems aufnehmen hier, weil wir müssen ja einen gewissen Geldsack 500 Klunker hinknallen. Okay, das war doof, aber okay. Keine Ahnung, wie man jetzt dorthin kommt, aber wir haben es aufgebracht. Mit Super Flame, die ich eigentlich gar nicht haben sollte. Da komme ich nicht runter. Ich kann ja nicht schwimmen, also nicht tauchen. Deshalb, ja. Better luck next time. Es ist super praktisch, dieser Glitch. Ich kann einfach von hier alles zerstören, was ich will. Spielt keine Rolle. Gegner hier? Es sieht mich sonst nicht mal. Kaputt! So easy! Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weshalb ich dieses Power-Up habe. Und weshalb ich dort ein Gem gelassen habe. Ah, das sind die dort oben, die bekomme ich ja nicht. Oder? Oder kann ich dort jetzt mit dieser super sexy Trick? Nee, kann ich nicht. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwie mit dieser neuen Jump Glide Technik. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar für deinen Flammenangriff.
Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Also, ich weiß nicht, wie gebildet sie sind, Madame, aber ich kann die mit meinem Flammenangriff zerstören. Beweis. Bitte sehr, sie sind zu dumm. Okay. Genug Leute beleidigt. Lieber Gems aufnehmen. Wir müssen ja hier eine Rechnung bezahlen. So etwas wie die Mikro-Club. Nur halt viel teurer. 7 Leben. Boah. Wenn wir so weitermachen, haben wir 99 Leben ohne zu cheaten. Ich muss einfach beten, dass ich nicht irgendwie mit meinem Glitch hier plötzlich in einer ganzen Reihe an Glitches lande. Das heißt, dass das Spiel einfach gar nicht mehr checkt, was hier passiert. Dann schlussendlich einfach die Files corrupted werden und dann alles neu von vorne spielen müsste. Das wäre echt doof. Aber ich kann es ja auch nicht wirklich korrigieren. Außer ich nutze irgendwie diesen Cheat, um das zu deaktivieren. Du kannst die Kamera nach links oder rechts drehen. Holy shit, Madame, dass sie mir das sagen. Wow, das ist Knowledge. Jesus Christ. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Irgendetwas wegen dem Glitches. Einfach beten, dass das hier keine Corrupted Files gibt. Naja, das mit dem Deaktivieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Deaktivieren jetzt irgendetwas bringen würde. Weil schlussendlich wäre dieser Glitch wahrscheinlich immer noch in den Save-Files innen drin gespeichert. Deshalb, ja. Ich habe heute wirklich ein Problem mit meiner Stimme. Ich meine wirklich ein wirklich, wirklich großes Problem mit meiner Stimme. Es ist so richtig rau. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. YOLO. Beautiful. Ja, es lebt doch auf. War nur etwas getriggert, dass sie vielleicht gar nicht mehr aufnehmen würde. Das wäre echt doof. Das würde mich so nerven. Es würde direkt kein Video geben diese Woche. Wow, die Sounds, das sind die gleichen wie in Minecraft. Boah, die haben ernsthaft die Sounds von Minecraft geklaut. Was soll das? Oder ist das ein Zeichen? Soll das ein Zeichen sein? Insgesamt, insgeheim bin ich Spyro, aber nur in einer anderen Welt. So etwas wie einer Lobby und wartet darauf, gespawnt zu werden. Oh! Nee, okay. I will stop now, okay? So. Okay. Ich will gar nicht wissen, was dort unten abgeht. Aber ich glaube, das Spiel wird mich dazu zwingen, dort runter zu gehen. Oder ich sammle zuerst hier alle Gems. Ich meine, wenn man alle Gems nimmt, dann bekommt man so eine gewisse Reserve, wo es weniger suchen gehen. Voraussetzung ist, dass man hier nicht runterfällt, weil sonst darf man die ganze Runde nochmal machen. Jetzt haben wir zumindest so eine gewisse Sicherheit mit diesem Schweben. Noch so ein zusätzlicher Jump. So, okay. Ich glaube, das ist die Rakete um. Ja, genau. Hoffentlich zerstört das nicht die Saves. Nice. Es ist eigentlich ziemlich lustig, dass es so ein legaler Zug war, dass ich diese Truhe hier einfach öffnen konnte mit der Superflame. Weil die Superflame würde jetzt eigentlich normalerweise, hat mir Dragon Plague gesagt,
einem gegeben, wenn man überall 100% abgeschlossen hat. Also 100% des Spiels abgeschlossen hat. Das habe ich ja hier nicht. Ich habe nur 6% des Spiels abgeschlossen und hatte Super Flames bereits mit 0%. Also check ich gar nicht, warum das überhaupt ein legaler Zug ist. Dass das Spiel überhaupt erlaubt, dass ich diese Truhe eröffnen konnte. Ja, mir soll es recht sein. Okay. Wir haben einen Blitz, oder Blitz zeigen. Das hat gedreht. Okay. Kann ich den einfach. Nee. Das wäre so praktisch gewesen. Okay. Ich nehme an, wir müssen wieder diese Person. Oh Gott, das ist ja. Fast. Super, nochmal. Wir müssen warten, dass es resettet hat. Das ist das alles. Das Lustige an diesem Game. Ach, verdammt. Ah, verdammt, verdammt. Verdammt. Easy. Yay. Tanz der Hula-Tänzerin hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Jetzt kann ich mir meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Kann sie tatsächlich. Meins. Das sind jetzt 5 oder 6. 6? 5. Ah, der hat mir vorher keine Kugel gegeben, sondern einen Talisman. Stimmt. Ups, Entschuldigung. Ups, Entschuldigung. So, okay. Noch die restlichen Gems hier nehmen. Ah, ich kann ja das Level nicht abschließen, weil ich nicht tauchen kann. Okay, was ist? Gems? Gems? Keine Gems. Wir können ja trotzdem jetzt die nehmen, die wir bereits nehmen können. Aber wo sind die? Oder ich habe wahrscheinlich schon alle aufgenommen, die ich nehmen kann. Okay, macht keinen Sinn. Gehen wir zurück und kaufen dieses verdammte Tauchen. Ich kaufe Tauchen, macht Sinn. Meine Stimme, es ist schon wieder weg. Hallo, willkommen zurück hier in im Sommerwald. Okay, kaufen wir tauchen. Tauchen. Yes. Hallo Spyro. Möchtest du lernen, wie man unter Wasser schwimmt? Ich könnte es dir zeigen gegen eine kleine Gebühr. Will ich das? Ja, nein. Du musst ja noch nicht schwimmen lernen, aber erst danach kommst du in Avala weiter. Ist das nötig? Sie kommen nicht ins Gefängnis. Spyro. Okay, dann kaufe ich das. Okay, wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Mit Stürmen tauchst du unter. Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Okay. Nein, meine Gems, sie gehen unter. Nein, sie können aber jetzt wieder. Neue nehmen. Ah, Jesus Christ, das ist die gleiche Steuerung wie mit den Fluglevels. I hate this. Ich hasse das Schwimmen jetzt schon. Oh Gott. Kann ich jetzt da dieses Ding hier? Da. Yay. Immerhin das. Normalerweise könnte ich nicht Feuer spucken unter Wasser. Mit Super Flames geht's aber. Habe ich schon alles hier draußen? Das kann doch nicht sein. Sieht's aber so aus. Oh. Secret. Sparkling Spiral. Wow. Wow. Oh, super. Na, okay. Wow. Look at him. He's so cute. Okay. You look cute.
mehr arbeiten. Es geht ja noch weiter hier. Ich hätte so gedacht, es ist so ein kleiner Secret und dann fertig. Yay. Aber nein. Noch weiter. Okay. Was ist denn das? Eine Tür. Ein Knopf. Eine Tür. Ein Like-Button. Gimme. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talisman, um uns zu helfen, Ripto zu besiegen, bevor er Avala einnimmt. Oh, und sammle auch weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir, zurück in die Drachenwelt zu kommen. Es hat ja noch mehr Welten hier. Und dort hat es noch eine Welt. Es hört ja nicht mehr auf mit Welten. Wie viele Welten hat sie? Hi. Talk to me. Oben auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Und du kannst nicht klettern, oder was? Okay, der Spyro muss mal hier wieder mal alles machen. Vorher alle Drachen retten und die er gerettet hat, haben ihnen nicht mal geholfen. Ja, cool, danke, Jung. Danke, Jung, du warst super nett. Okay. Was hier? Deine Spielkamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Bewegungen an. No, I don't like that. Okay, dann lasse ich es so. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus auch selbst im Optionsmenü ändern kannst. Easy, okay. Button. Offen. Hallo. Ach ja, schön dich zu sehen, Spyro. Ich wusste mal, wie man die Wand hinter mir absenkt. Aber es ist mir wohl entfallen. Wenn du mehr Geld hättest, könnte ich mich vielleicht erinnern. Ja, er will ja Geld, das ist ja nichts Neues. 400, ich habe gar nicht so wenig. Okay, ja. Müssen wir nur noch ein paar Sachen finden. Hi, Spyro. Diese Talismantür öffnet sich erst, wenn du alle 6 Sommerwald-Talismane hast. Sobald die Tür offen ist, warten Riptor und Crush im Verlies. Okay, das geht ja. That escalated quickly. Okay, gut. Was musste sein? Hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Da ist noch nicht. Okay, diese Tür ist nur mit einem Knopf bedient. Aha. Interessant, aber warum macht man nicht einfach Button? Moment. Wieso? Warum? Weshalb setzt man alle? Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses besondere Portal aktiviert. Auf der Ozeanstrecke findest du keinen Talisman. Aber wenn du schnell bist, findest du viele Schätze. Viel Spaß! Die haben mir jetzt einen verdammten Fluglevel hingeknallt. Das haben die nicht. Das war's. Das haben die nicht. Das haben die nicht gemacht, oder? Nein. Das können sie nicht tun. That's illegal. Da ist eine Tür, aber da ist kein Knopf. Gut. Kann ich da diesen Knopf da drüben? Ultimate Cheating. Okay, ich hab alles gesehen heute. Alles. Keine Ahnung, wie man das normalerweise machen sollte. Aber nicht so. Es ist so praktisch, ich muss schon sagen. Das geht raus oder nicht? Das geht raus. Wir wollen ja aber nicht raus, wir wollen hier noch. Ah ja, die Wand senken. Das wollten wir. Haben wir genug Geld? Hab schon. Schau mir. Sparks. Alles. So. Wir haben genug. Yeah. Hey Spyro.
Siehst du die Wand hier? Du willst bestimmt. Okay, aber das Portal zum Drachenufer könnte genau auf der anderen Seite der Wand liegen. Und es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Bis da. Was? Drachenufer? Nee, I need Ferien, okay? In Ordnung. Ja, die funkelnden Edelsteine haben meinem Gedächtnis wohl auf die Sprünge geholfen. Das ist nicht das Drachenufer. Okay. Es ist also nicht das Portal zum Drachenufer. Aquaria ist trotzdem wunderschön. Immerhin wohne ich selber dort. Bekomme ich eine Villa. I like Villa. So eine riesige Villa mit Spyro-Statuen vor dran. Das wär's doch. So easy, super Luxus, Deluxe Edition. Wir haben ja noch vom letzten Spiel noch genügend Gems. Oder sind die wie jetzt nicht kompatibel mit dieser Welt? Und haben wir die nicht mitgenommen? War das schon vorher da? Ja, das war schon mal. Okay, das ist ein Zeichen, dass wir hier bleiben. Gehen wir ihn. Ja, haben wir noch genug Zeit? Ja, das ist klar. Das geht noch. Aquaria. Das war so unfair. Das können sie nicht machen. Die Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Er bekommt eine Lektion. Diese Schockstöcktypen. Okay. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Duke. Okay. Das war ein Fehler. Krabben. Ups, tut mir leid, Schaf. Eigentlich wollte ich das nicht machen. Aber sie sind mir ja dummerweise in den Weg gekommen. Dummerweise. 14. Wir brauchen also 14 Seelen, um das hier aktivieren zu können. Und was ist es überhaupt? Es ist irgendwie noch so ein Oxygen Level oder sowas. Eine maximale Anzahl Sauerstoff, die wir haben. Direkt zwar an einem Zeitpunkt plötzlich so. Nicht so, dass ich plötzlich hier einfach 1000 Jahre unter Wasser stehe und der mir hier einfach ertrinkt. Das wäre nicht so geil. Ja, aber sonst finden wir es einfach auf die Art oder was? Au! Schaden! Mein erster Schaden in diesem Spiel. Soll das. Nehmen wir zuerst die Juwelen und gehen dann weiter. Mit diesem Knopf. Da ist noch was. Oh, da ist noch ein Kram. Jetzt nicht mehr. Das war's schon? Okay, gut. Where are we? How to get out? Wo bin ich hier? Nein, da sind wir gekommen. Okay, dann können wir Knopf drücken. Und der Geldsack soll hier leben? Wie das? Es gibt ja keine Häuser, es gibt keine Möglichkeit, hier Häuser zu haben. Moment, da war ich schon. What?
Ah, so. So, da runter. Ui. So. Gibt da noch... Ah, da sind noch Juwelen. Yay. Die brauchen wir. Sonst sind wir knapp bei Kasse. So. Hi Spyro. Du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. How about no? Wie du willst. Schwimm nur nicht durch den Tunnel. Diese Metallhaie sind nämlich unbesiegbar. Are you sure about that? Okay. Okay. I want to get out. Danke. Ha! Unbesiegbar! Was soll das heißen, unbesiegbar? Sie haben keine Ahnung. Sie haben absolut keine Ahnung. Solange diese Haie nicht auf mich drauf rushen, gibt es absolut keinen Grund. Scary! Gibt es absolut keinen Grund, hier Zeugs zu kaufen. Weder ein U-Boot, noch eine Lizenz für ein U-Boot, noch eine Versicherung für ein U-Boot. Wir können das einfach so. Wir sind ja Spyro the Dragon. Spyro the Dragon mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht können sollten. Unlogisch. So, wir sind durchgekommen. Huh? Like that. Und jetzt was? So sind's tot oder was? Also. Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Ja. So, meine Lieben, wir haben noch 3 Kugeln zusammen, aber da ist uns jetzt die Zeit abgelaufen. Deshalb, das werden wir jetzt beim nächsten Mal fortführen. Bis dann. Nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Okay, dann bis bald.